deinen Sinnen nicht trauen. Und auf gar keinen Fall darfst du auch nur ein Wort von Faith glauben. Und halte dich von diesen weißen Blumen fern. Sie wirken harmlos, aber die stellen irgendwas in deinem Gehirn an. Wenn du mir nicht glaubst, dann wart mal ab, bis du auf diese herumschlurfenden Junkies triffst. Die Sekte nennt sie Angels, aber sie können dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. Hier spricht Virgil Winkler. Alle, die eine Zuflucht suchen.
kaum noch mit, so viele Leute wollen uns bei unserem Kampf unterstützen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir John Seed ausschalten und Hudson retten. Keine Sorge. Thank you.
gut. Ich bin hinüber. Danke. Ich habe schon mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Hey, Mann, hör mal. Das war knapp. Ich habe mein erstes Kaninchen gehäutet, als ich Sumpf war.
bereitet was Fieses für dich vor. Wappne dich schon mal. Flower Festival kann man sich ab jetzt um einen Verkaufsstand bewerben. Das jährliche Fest feiert das kulturelle Erbe des Salish-Stammes und die Blume, die ein fester Bestandteil seiner Ernährung war. Wie gewohnt findet das Fest im Winter statt. Vorstellen kannst. Edens Gate wird nicht aufhören, dich zu jagen. Mary May redet echt viel von dir. Thank you.
verloren. Geh ich mal Hirsche jagen. Es gibt Sünder hier, Sünder. Ziel verloren, wiederhole, Ziel verloren. Wir müssen diese Loser hier nicht mehr lange sehen. Was ist hier los? Schön, dich wiederzusehen. Jemand hat bei dieser furchtbaren Brücke Vorräte von Eden's Gate geklaut. Die finden den Dieb nicht. Aber ich wette, er ist da ganz in der Nähe. Whitetail-Miliz. Die sind schwer bewaffnet und Außenseiter nicht gerade freundlich gestimmt. Genau mein Geschmack.
Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von Eli gehört. Ist wohl gegen Jacob Seed in den Krieg gezogen. Hab nur was von meiner Nichte Jess gehört. Sie meinte, die Sekte hätte das Sägewerk in ein Gefängnislager verwandelt. Fang am besten dort an. Stop!
können sie in den Laboren gebrauchen. Ich will dich nicht holen müssen! Im Garten ist kein Platz für dich! Ich hätte nie gedacht, dass diese Waffe mal so viel benutzt wird. Du bist kein Peggy. Dann hast du bei mir schon mal einen Stein im Brett. Wenn es nach der Sekte ginge, würden wir alle verhungern. Hier muss man sich sein eigenes Essen jagen. Wir müssen die Peggys im Auge behalten. Wenn sie mir zu nahe kommen, sind sie so gut wie tot. Die verfluchten Peggys wollen das ganze Wild für sich alleine. Aber das werde ich nicht zulassen. Ich hätte nie gedacht, dass diese Waffe mal so viel benutzt wird. Kein Geld der Welt könnte das! Dirlin, weißt du überhaupt, was du da sagst? Mein verfickter Ex hat meine Angel und will sie nicht rausrücken. Hilfst du mir, sie zurückzubekommen? Du bist bewaffnet, oder? Schieß ein paar Löcher in seinen Krempel und jag ihm etwas Angst ein. Ziel auf das Fass! Echt jetzt, geil? Warum machst du das? Ich hab doch gesagt, dass dein Plan nicht funktioniert! Scheiße! Ist das Bier? Das ist sowieso Billigbier! Spiel! Du kannst ja nicht mal spielen! Was zum Teufel?
Meine Mutter hat schon immer gesagt, dass du voll scheiße bist, Dylan. Oh Gott! Ich glaub, ich muss kratzen! Ich hätte dich nicht gewarnt, wenn die Sekte hinter dir her ist. Verdammt! Nach allem, was die Sekte hier angerichtet hat, kann ich nicht glauben, dass er meint, die beste Möglichkeit zu überleben wäre, sich ihnen anzuschließen. Er rafft es nicht. Ich versuche, uns hier rauszuholen. Also, es gibt da diesen Riesenfisch namens der Admiral. Es gibt einen Haufen Geld, wenn man ihn fängt. Und das ist dann unser Ticket raus aus diesem Höllenloch. Dylan ist manchmal so ein Idiot. Ach, ich muss mal den Kopf freikriegen. Und das kann ich nur beim Angeln. Warum kommst du nicht mit? Ich würde mich freuen und kann dir dabei gleich ein paar Tricks zeigen, wenn du willst. Ich bin immer mit Schulfreunden hierher gekommen. Eine Kühlbox voller Bier und ein Boot. Mehr braucht es nicht. Von denen ist niemand mehr da. Sie haben sich entweder Eden's Gate angeschlossen oder sind zum Segelwerk verschleppt worden. Ich habe Geschichten davon gehört. Nur schlechte. Die Stelle da drüben wird Widow's Creek genannt. Heißt so, weil da eine Frau ihren Mann ertränkt hat. Der Arsch hatte sie betrogen. Also. Der ist auch verdient. Wie auch immer. Siehst du die Mücken da drüben? Und die Wasserspritze? Das heißt, da wollen Fische gefangen werden. Hey, du hast eine Angel. Probier sie aus. Hier ist es schön. Beruhigend. Immer wenn ich am Wasser bin, kann ich vergessen, was im Rest der Gegend passiert. Zumindest für eine Weile. Gut gemacht. Die Fische wollen keine toten Käfer, also lass ihn zucken. Oberflächenköder müssen lebendig aussehen.
Na los, pass auf, dass die Schnur nicht reißt. Lass locker, bis der Haken sitzt. Danach machst du den Fisch erstmal müde, bevor du ihn einholst. Thank you.
War nur eine billige Mono. Wirf einfach normal aus und denk dran, müde Fische zerreißen keine Schnüre. Schon wieder? Was zum Teufel willst du jetzt? Was hat sie dir erzählt? Die Scheiße, dass sie von ihr abhauen will? Niemand haut von ihr ab. Entweder trittst du der Sekte bei oder du stirbst. Das sind die Fakten.